Die Stadt Heilbronn gilt als einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Baden-Württembergs. Als Studentenstadt ist sie noch nicht allen bekannt. Trotzdem studieren bereits über 8000 junge Menschen in Heilbronn. Was wird Studierenden hier geboten? Das Hochschulportal Hochschulen hoch 3 hat die Heilbronner Studierenden befragt, um herauszufinden, warum sie ausgerechnet in Heilbronn studieren. In Heilbronn kann man an zwei Standorten studieren: am Campus in Sontheim und am Bildungscampus am Europaplatz. Neben dem Vollzeit-Bachelor- und Masterstudium in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Informatik an der Hochschule Heilbronn gibt es auch die Möglichkeit, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu studieren und dort im Wechsel die Theorie an der Hochschule mit der Praxis im Unternehmen zu verbinden. Gleich zwei Bildungseinrichtungen bieten verschiedene berufsbegleitende Masterstudiengänge in unterschiedlichen Konzepten an. Die German Graduate School of Management and Law und das DHBW Center for Advanced Studies. 2018 kommt die Technische Universität München mit ihrer School of Management auf den Bildungscampus Heilbronn. Geplant ist der Aufbau einer eigenen Lehr- und Forschungseinheit. Der Campus hat einen sehr guten Ruf und Heilbronn als kleines Nestchen noch entwickelt sich super schnell. Ich finde genau das ist die Stärke, dass es noch nicht so etabliert ist und mit den Studenten zusammen wachsen kann. Alles gut fußläufig erreichbar. Wenn man so ein bisschen nach draußen geht, dann kann man auch so ein bisschen Idylle, die Weinberge genießen. Gerade auch die Ausstattung, wenn man sich mal den Campus anschaut. Hier wird ständig überall gebaut, neue Gebäude kommen hinzu. Man studiert schon sehr gerne hier. Mir gefällt vor allem die Neckarmeile, die verschiedenen Gastrobetriebe dort. Der Wertwiesenpark, dort gehen wir dann mal was grillen. Im Sommer eine super Möglichkeit, zusammen Sport zu treiben, Volleyball oder Fußball. Generell im Sommer gibt es sehr viele schöne Orte, der Wartberg. Also wenn jemand eher so Naturfreund ist, kann auch sehr gerne wandern gehen. Ein Event, was mir super gefällt, ist das Weindorf. Da kann man wirklich die verschiedensten Weine probieren. Wir haben ja den Hochschulsport am Campus, da wird ja ziemlich viel angeboten. Wie beispielsweise Fußball, Volleyball, wo ich auch aktiv mitmache. Zahlreiche AGs, technische AGs, sporttechnisch gibt es hier auch ein Eishockeystadion, der Heilbronner Falken. Morgens am Neckar entlang joggen und am Abend natürlich das wohlverdiente Glas Wein. Es wird langsam zu einer Studentenstadt. Es wird wirklich überall gebaut, egal ob Firmengebäude, naturwissenschaftliche Gebäude, zum Beispiel die Experimente oder eben auch Wohnräume. Weil die Infrastruktur ist besser geworden, die Straßen werden besser. Vor zwei Jahren war diese Strecke da am Neckar, war noch gar nicht ausgebaut. Wie schnell sich das halt entwickelt hat. Die Stadt wird von Jahr zu Jahr vielseitiger. Und ich glaube, da ist Heilbronn auf jeden Fall auf einem guten Weg.